Morgen, 18. Oktober 2023, öffnet die Frankfurter Buchmesse. Und deshalb erscheinen jetzt gerade sehr viele Berichte, sehr viele Zahlen. Und Sie können sich vorstellen, die meisten dieser Zahlen sind nicht gerade rosig. Die Zahl der Leser von Büchern sinkt und damit natürlich die Umsätze und die Zahl der verkauften Bücher. Und jedes Jahr machen ungefähr 100 Buchhandlungen auch dicht. Aber es gibt auch interessante, es gibt auch positive Nachrichten. Und zwar Autoren, die in der Lage sind, in den sozialen Netzwerken eine gewisse Bekanntheit zu erreichen, dass sie die in der Lage sind, ein Netzwerk aufzubauen und dann auch über Bücher reden, diese Autoren schaffen es, mehr Bücher zu verkaufen. Interessanterweise, weil ich hätte das nicht erwartet, gerade TikTok ist sehr aktiv, ja, und zwar unter dem Hashtag TikBook. Und viele Autoren vermarkten oder reden oder lassen andere über ihre Bücher reden unter diesem Hashtag und da tauschen viele Leute Erfahrungen, was sie von Buch halten und so weiter. Und das führt dazu, dass die Leute dann mehr diese Bücher von diesen Autoren kaufen. Und die großen Verlage, die werden natürlich auf diese Autoren aufmerksam und stellen sie dann auch unter Vertrag. Das Ganze ist etwas sehr interessant, auch für uns gerade als Katholiken, ja, weil das geht in Richtung Zeugnis. Das heißt, der heutige Leser will nicht einfach ein Buch lesen, weil er ein guter Roman ist oder so, sondern die wollen auch mit dem Autor etwas zu tun haben. Ja. Sie wollen wissen, was der Autor so macht. Ja. Deshalb möchten sie auch ein Video von ihm sehen und welche Fotos, die er gepostet hat in Instagram und so weiter. Ja. Und das geht natürlich sehr stark in Richtung Zeugnis. Wenn man sich mit katholischen Verlagen, und da meine ich natürlich jetzt nicht die ganzen linkskatholischen Verlage, die nur linkskatholischen Kram, also diese theologischen Experimente und so weiter, synodaler Weg, ich meine jetzt gute Verlage, ja, die sagen auch, das, was läuft, sind Zeugnisse. Das heißt, Leute, die sagen, ich habe mich bekehrt, ich hatte ein Problem und durch den katholischen Glauben habe ich dieses Problem überwunden etc. Und die können das eigentlich in einer sehr authentischen Art und Weise wiederbringen. Und das ist auch unsere Chance, hier den katholischen Glauben zu verteidigen, zu verbreiten, ja. Der katholische Glaube in Deutschland ist in einer Krise, ja, aber außerdem noch auch eine Gegenkampagne gegen diesen synodalen Weg zu machen. Denn der synodale Weg verbreitet nicht nur Häresien und versucht hier in Deutschland eine Nationalkirche zu errichten. Der synodale Weg verbreitet auch eine völlig negative Stimmung über die katholische Kirche. Die ganzen Vertreter des synodalen Weges reden ja eigentlich immer, dass die katholische Kirche ist ganz schrecklich und alles schlimm und ungerecht und bla bla bla. Das heißt, sie machen eine unglaubliche Anti-Werbung und deshalb wundert sich eigentlich Bischof Betzing, dass die Austrittszahlen in die Höhe gehen. Ja, weil der synodale Weg im Grunde genommen eine reine Antipropaganda für die katholische Kirche ist. Und die ganzen Leute, die eben das anders machen, das Gegenteil, die vom Glauben reden, dass sie ein Zeugnis ablegen, ja, die und sich auch zum katholischen Glauben bekennen, ja, ein Bekenntnis Glauben sozusagen fördern. Diese Leute haben Erfolg und haben Ausstrahlung. Und der synodale Weg hat niemand eigentlich, der eben sowas machen kann, weil sie ja nur dabei sind, negative Stimmung zu veröffentlichen. Wir müssen unbedingt in dieser Zeit jetzt auch etwas gegen den synodalen Weg machen, und zwar entweder in dieser Art und Weise des Zeugnisses oder auch zum Beispiel eben, dass man über den synodalen Weg spricht, warum er so gefährlich ist, warum er so destruktiv ist für den katholischen Glauben ist. Und deshalb möchte ich hier sozusagen in dieser, ja, um das Beispiel von TikTok zu folgen, möchte ich mein neues Buch hier Ihnen vorstellen, und zwar Deutscher Sonderweg für der synodale Weg ins Schisma. Ja, und dieses Buch ist nicht nur eine Zusammenfassung der ganzen Videos, die ich hier gemacht habe, sondern ich habe so ein bisschen in die Vorzeit eigentlich auch des synodalen Weges geschaut. Also wie zum Beispiel, was zum Beispiel Bischöfe wie Bischof Ackermann von Trier so gedacht haben, ja, oder selbst Leute wie Kardinal Marx etc. Und da sieht man, dass kurz vor dem synodalen Weg diese Leute noch in diesen klassischen Themen des synodalen Weges, also Segnungsfeiern, Änderung der Sexualmoral und so weiter, die gar nicht mal so schlecht waren. Das heißt, die haben sich sehr, sehr schnell verschlechtert. Ja? Und natürlich mit dem synodalen Weg ging das rapide bergab. Ja? Okay, und das zeige ich hier in diesem Buch. Das heißt, wir sehen hier, dass die eigentlich auch schon im Episkopat sich eine sehr deutliche Verschlechterung gezeigt hat. Und außerdem noch zeige ich hier, dass diese ganzen
Dinge, die da besprochen werden im Synodalen Weg, also die Segensfeiern, Änderungen der Sexualmoral und so weiter, das sind alles Dinge, die eigentlich unmittelbar vor der, dieser MHG-Studie auch vorbereitet worden sind. Ja? Das heißt, die hatten das sowieso vor, diese ganzen Leute das zu machen, und dann kam dann der Synodale Weg und da haben sie gesagt, aha, dann werden wir das tun. Und gerade die in diesen ganzen Foren, die diese Themen behandelt wurden, da haben sie Leute reingestellt, die sowieso schon vorher eine Änderung wollten. Das heißt, die Segensfeiern einführen, also sakrilegische Segensfeiern, Sexualmoral ändern, Frauenpriestertum etc. Das heißt, als der Synodale Weg sozusagen gebildet hat, der Synodale Weg wurde von einer Mannschaft von Leuten übernommen, die im Grunde genommen diese ganzen Dinge schon besprochen hatten. Das ist, was ich hier zeige. Warum ist dieses Buch meines Erachtens wichtig? Ich meine, ich habe das Buch geschrieben, ich mache hier sozusagen Eigenwerbung im Sinne von TikTok. Ja, aber es ist wichtig, dieses Buch zu verbreiten, deshalb bestellen Sie das. Sie können das hier bei uns gegen Spende bestellen. Ich tue die ganzen Hinweise, wie Sie das Buch bestellen können, in der Beschreibung. Weil am 10. November wird der Synodale Rat errichtet, der Synodale Ausschuss. Der Synodale Ausschuss wird dann später diesen Synodalen Rat ersetzen. Und das Problem ist folgendes: Dieser Synodale Ausschuss will den Synodalen Weg verewigen. Und da haben wir wirklich ein Riesenproblem. Ja, das heißt, es ist ein Gremium, was nichts anderes hat, als gegen katholische Kirche und katholischen Glauben in Deutschland zu agitieren. Und zwar in Zusammenarbeit, das ist eine Zusammenarbeit zwischen den Synodalbischöfen und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Und sie natürlich werden versuchen, eigentlich, dass alles, was dieser Synodale Ausschuss von sich gibt, quasi einen offiziellen Charakter hat. Ja, und damit haben wir wirklich ein Instrument. Ja, damit haben die Synodalbischöfe oder diese ganzen Linkskatholiken ein Instrument, um ständig eigentlich diese Synodalkirche eben voranzutreiben. Ja, und irgendwann mal ist dann praktisch Deutschland de facto in einem Schisma. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass die Leute wissen, was da abgeht. Ja, das heißt, wir müssen die Reaktion, den Widerstand gegen den Synodalen Weg aufrechterhalten, denn der Synodale Weg hat zwar rein theoretisch aufgehört mit der letzten Synodalversammlung im März dieses Jahres, aber es geht ja weiter in dem Synodalen Ausschuss. Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass die Leute wissen, was auf dem Spiel steht. Ja, also wir müssen den Leuten sagen, hier geht es uns wirklich an den Kragen, ja, denn wenn sich diese Synodalsekte eingerichtet hat, dann wird es eigentlich für die glaubenstreuen Katholiken wirklich sehr schwierig werden. Und deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie helfen, eigentlich dieses Buch, ja, was im Wesentlichen kostenlos, also beziehungsweise gegen Spende, dass Sie helfen, dieses Buch zu verbreiten. Ja, das heißt, schicken Sie uns eine E-Mail, bestellen Sie das, das ist alles schon eingerichtet. Wenn die Personen, die dann diese E-Mails bekommen, die machen das dann sofort. Das Wichtige ist, dass wir ein Zeugnis ablegen für die katholische Kirche in Deutschland. Ja? Und das ist, was wir sehen, auch im normalen Markt, im normalen Buchmarkt, das ist, was funktioniert. Wir müssen ein Zeugnis für den katholischen Glauben, für die katholische Kirche, und wir müssen den Leuten sagen, das, was man da plant mit dem Synodalen Weg, ist falsch, ist eine antikatholische Kirche. Das müssen wir den Leuten sagen, ja, und wir müssen vertrauen, dass Gott auch die Gnaden geben wird, damit die Leute sehen, aha, die haben recht, das, was sie sagen, ist authentisch. Und deshalb bin ich jetzt gewarnt vor dem Synodalen Weg. Vielen Dank.